Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Europhone-Box aus einer neuen Umgebung. Ja, wie ihr sehen könnt, ich bin umgezogen, deswegen verzeiht mir heute, falls noch nicht ganz alles so mit der Einstellung stimmt, Tonqualität oder Bildqualität, das werde ich erst nachher sehen und dann werde ich daran arbeiten. Aber nichtsdestotrotz, heute muss die Europhone-Box gezeigt werden, denn heute ist Montag und am Mittwoch geht es in die zweite Verkaufsrunde bei der Europhone-Box. Ihr kennt das schon, ich habe sie euch schon viele Male gezeigt. Es gibt zwei Verkaufsrunden, es gibt 2000 Boxen, jeweils 1000 gehen immer an euch raus. Die erste Runde war schon und die nächste übermorgen auf dem Mittwoch um 16 Uhr. Da können alle wieder die zuschlagen, die eventuell berufstätig sind und morgens um 8 letzte Woche keine Zeit hatten oder eventuell auch gar keine bekommen haben. Ich sage es euch nur vorweg. Die Box ist begehrt. Ich zeige sie euch. Sie ist noch schöner geworden im Design, finde ich jedenfalls. Schaut sie euch an. Wer sie kennt, wird sagen, wow. Also ich finde sie mega gut gelungen. Schönes Design. Ich finde sie richtig toll. Und ja, wenn ihr da eine bekommen wollt, die kostet im Übrigen 14,95 Euro und hat locker einen Wert über 100, 120 Euro, glaube ich, dieses Mal. Dann müsst ihr pünktlich sein, loggt euch am besten vorher schon ein, ihr habt einen Account oder irgendetwas, stellt euch sozusagen schon in Startposition, dass ihr dann um 16 Uhr nur noch das Knöpfchen drücken müsst, denn diese Box ist so begehrt, dass sie oftmals innerhalb der ersten 1-2 Minuten verkauft ist. Sie ist vollgepackt und wirklich prall gefüllt mit super Produkten, mit Originalprodukten, mit Probiergrößen, mit Goodies und alles sowas. Und oftmals sind es schon mit 1-2 Produkten, habt ihr die Box bezahlt. Ich liebe sie schon lange, ich finde sie immer wieder gut und ich bin wirklich froh, dass ich sie euch heute wieder vorstellen kann und dass ihr am Mittwoch zuschlagen dürft. Ja, ich habe sie im Übrigen schon mal aufgemacht gehabt, denn es gab vorhin schon mal eine Schwierigkeit mit der Kamera und ich muss das Video nochmal drehen, leider. So, wir starten einfach mal mit der Box. Ganz oben drauf gelegen hat im Übrigen ein Saisonkalender. Den finde ich richtig toll, schaut ihn euch an. Das heißt, es geht hier um saisonale Früchte, Obst und Gemüse. Das könnt ihr euch gerne in eure Küche hängen, ich werde es auf alle Fälle machen. Ihr habt hier zu jedem Monat die passenden Obst- und Gemüsesorten und Früchte und alles, was dazugehört, dass man auch sich saisonal ernähren kann, dass man gucken kann, was ist denn jetzt gerade in dieser Saison ja, für ein Obst und Gemüse da, was wächst gerade. Sollte man im Übrigen in der Ernährung immer ein bisschen berücksichtigen, dass man saisonal sich ernährt. Und auf der Rückseite steht dann auch nochmal drauf, wie ihr es lagern könnt. Das heißt, da stehen nochmal die Temperaturen, wie man es lagert und bis zu wie vielen Wochen es auch wirklich haltbar ist oder man es dann unter den angegebenen Kühlfunktionen lagern kann. Finde ich im Übrigen sehr gut. Auch mir passiert das manchmal, dass ich immer denke, oh Gott, wie lange kannst du das jetzt liegen lassen, ohne dass das hinterher tote Nahrung ist, sage ich immer. Ne? Und dafür finde ich diesen Kalender richtig gut. Hier im Übrigen haben wir März und dann geht das immer weiter das ganze Jahr. Ich finde den Kalender super, ich werde ihn mir aufhängen und der geht in meine Küche. Ganz oben drauf hat ein Säckchen auch gelegen und zwar dieses hier mit dem Europhone-Logo. So sah ja vorher auch fast die Box aus. Das ist im Übrigen ein Gemüsebeutelchen, das heißt, ihr habt ein Gemüsebeutelchen zum Einkaufen. Ich habe solche Gemüsebeutelchen eigentlich in letzter Zeit nur noch. Ich habe mir in verschiedensten Discountern überall solche Säckchen gekauft und in all meinen Taschen verstaut. Es gibt immer noch mal eine Tasche, da ist keiner drin. Ist mir letztes beim Einkaufen nämlich passiert. Und somit bin ich ganz froh, dass da einer damit bei ist. Ich finde das richtig cool. Die kann man immer gebrauchen. Die könnt ihr im Übrigen auch hinterher waschen. Gar kein Problem. Dann sind die wieder sauber und startbereit, falls doch mal irgendwas, ja, so ein kleines Malheur passiert ist beim Auspacken. Genau. So, wir starten jetzt einfach mal mit den Produkten. Im Übrigen bin ich schon richtig begeistert, weil, wie gesagt, ich habe ja nun schon einmal in die Box geschaut und gedreht. Von daher weiß ich, es sind mega coole Produkte dabei und die möchte ich euch jetzt vorstellen. Bleibt also schön dran, wenn es euch interessiert. So, ich habe mir gleich mal meine Brille aufgesetzt, damit ich auch lesen kann. Das erste Produkt, was mir hier oben auf der Box entgegenkam, war etwas, was ich schon mal in meiner Apotheke gesehen habe, aber natürlich noch nie ausprobiert habe. Ich weiß nicht, wer es von euch schon kennt. Ich habe es bei meiner Apotheke schon oft vorne im Eingang stehen sehen. Es ist ein Produkt von Medipharma Kosmetik und nennt sich Unai. Ja, wie gesagt, ich war immer sehr neugierig. Heute bin ich in der glücklichen Lage, es austesten zu können, weil es in der Box mit drin lag. Es sind zwei Produkte hier in dem Paket und zwar einmal ein vorbereitendes Enzympeeling, das ist diese kleine Tube, und eine Feuchtigkeitshydrogelmaske.
Ich schaue mal eben auf den Preis und zwar kostet dieses Päckchen oder dieses Set vielmehr 11,95 €. Das Beauty-Geheimnis in zwei Schritten vereint Reinigung und Wirkung eines Peelings mit Hibiskus-Tsubaki-Öl und Ginseng mit einer Hyaluron- oder Hydrogelmaske. Ihr wisst, ich bin ein riesengroßer Maskenfan. Ich freue mich von daher richtig über dieses Produkt. Und ich zeige euch mal kurz, wie es innen aussieht. Hier ist also das Enzympeeling. Das müsst ihr vorweg anwenden. Und das ist sicherlich eine Probiergröße. Ich weiß jetzt nicht, ob im Original die Tuben größer sind. Ist es für einen Gebrauch gedacht. Das heißt, ihr peelt also euer Gesicht einmal vor der Anwendung und danach tragt ihr diese Maske auf. Ich finde die Idee im Übrigen super, super gut. Das heißt, man trägt eine Maske auf, man hat vorher ein Enzympeeling. Bei den Enzympeelings ist es so, sie haben keine scharfen Ecken und Kanten. Das heißt, ihr könnt euch nichts aufscheuern auf dem Gesicht, sondern es ist wirklich ein Enzympeeling. Es ist im Endeffekt viel sanfter. Und ich finde es eigentlich auch besser, diese Enzympeelings. Und von daher freut es mich, dass jeweils immer ein Enzympeeling und eine Maske in der Verpackung ist. Ja, ich habe mir überlegt, wir werden das einfach zusammen ausprobieren. Ich schaue mal. Und wie gesagt, 11,95 €, damit ist ja schon fast die Box bezahlt mit 14,95 €. Das kostet die Box nämlich und einmal diese Maske ist es hervorragend. So, da habe ich mich extrem drüber gefreut, denn ihr wisst, Masken sind echt meine Favoritensache. Ne? So, wir gehen mal zum nächsten Produkt über und schauen uns das mal an. So, das nächste Produkt ist ein Produkt von Thermacare. Das hatten wir auch schon öfter mal mit dabei, je nachdem. Ich verwende sie selber nicht, weil ich bin so ein riesengroßer Fan von einer Wärmflasche, aber das macht nichts. Ich verschenke sie immer gerne an meinen ältesten Sohn. Das ist nämlich so einer, der kommt von der Arbeit und hat Nackenschmerzen und setzt sich trotzdem an seinen Rechner. Naja, und dann legt der sich natürlich diese Maske hier hinten auf und sagt sich dann, okay, dann kann ich an meinen Rechner gehen. Diese hier ist jetzt für den Lendenwirbelbereich aber gedacht, auch da kann man sie gut anwenden. Also bei Rückenschmerzen, wirksame Schmerzlinderung durch Tiefenwirk- oder therapeutische Tiefenwärme. Das ist die Größe S bis XL und es ist eine dort drin enthalten. Ich schaue mal eben, Thermacare Rückenumschläge nennt sich das hier, stufenlos größenverstellbar, hautfreundliche Wärmeumschläge mit 16 patentierten Wärmezellen eignen sich besonders gut zur Behandlung von Verspannung im Rückenbereich. Dies hier ist eine Probe, das heißt es ist ein Produkt dort drin enthalten, 17,99 € wäre der Originalpreis, wie viele im Originalen hier drin sind, weiß ich nicht. Aber es reicht ja zum Testen immer aus, sich einmal so ein Produkt hier aufzulegen und zu gucken, ist das so meine Sache, finde ich das gut. Es sind wie gesagt Wärmeumschläge, es ist ein unverkäufliches Muster und mein Sohn freut sich jedenfalls immer, wenn er sie bekommt. Ja, das Produkt war auch mit in der Box und jetzt kommen wir zum nächsten. So, jetzt kommen wir zu einem Produkt, was mich richtig gefreut hat, weil ich selber auch Orthomol verwende. Es geht nämlich um zwei Orthomol-Produkte, das sind diese hier. Einmal für den Mann und einmal für die Beauty Queen, nämlich für die Frau, gehe ich mal von aus. Ich benutze selber auch Orthomol-Produkte, das wissen einige von euch schon. Ich habe immer von Orthomol diese Granulattütchen, weil ich jemand bin, der nicht gut Tabletten schlucken kann. Und ich nehme immer gerne die Granulattütchen, das löst man im Wasser auf, schmeckt nach Orange, kann man gut dann nach dem Mittagessen trinken oder zum Essen auch trinken, das ist eigentlich egal. Und dann hat man wirklich bei Orthomol den gesamten Tagesbedarf aller Vitamine mit drin. Dieses hier sind jetzt zwei Trinkampullen, das ist natürlich auch super, auch für diejenigen, die jetzt sagen, ja, das ist so, ich kann so schlecht Tabletten schlucken, ne? Ich möchte auch kein Granulat, das muss schneller gehen, ich möchte es mir in die Handtasche tun, ich will es auf der Arbeit vielleicht haben und zu mir nehmen und dann kann man das natürlich in Form von diesen Shots oder Ampullen sind das ja, ich zeige euch die mal, so sehen die aus, kann man die gut mitnehmen. Hier ist es Orthomol Beauty, wichtige Nährstoffe für Haut, Haare und Nägel. Bei Orthomol ist es so, da könnt ihr immer noch mal gucken, viele Dinge sind unterteilt. Da gibt es Sachen für Schwangere, für Sportler, für Senioren, für ja zum Beispiel auch gleich mit so einem Darm, mit Milchsäurebakterien dabei und. Und das finde ich immer gar nicht schlecht, dass man auch noch mal wählen kann für den eigenen gesundheitlichen Zustand oder vielleicht wo der Arzt einen Mangel festgestellt hat, wo man dann sagen kann, okay, ich bin vielleicht Senior. Mir fehlt dies und das, der Rest natürlich auch, aber der Schwerpunkt liegt da. Oder ich bin Sportler, ich treibe viel Sport. Finde ich sehr gut von Orthomol. Ich kenne die Marke schon sehr, sehr lange.
Selber verwende ich sie bestimmt schon 10 Jahre. Ich habe auch zwischendurch mal andere Produkte ausprobiert, das wisst ihr. Finde ich auch immer sehr gut, aber oftmals gehe ich in die Apotheke und komme dann immer wieder zu Otto-Mol zurück. Es ist wirklich ein sehr gutes Apothekenprodukt. Es ist nicht günstig, aber sehr, sehr gut. Das sind zwei Proben, das heißt einmal für den Mann und einmal für die Frau. Ich finde die Idee sehr gut, da sind unsere Männer auch nicht immer so benachteiligt. Ne? Mein Mann beschwert sich ja dann auch schon manchmal und sagt, wieso kriege ich nichts? Und ich gucke jetzt gleich mal, was hier steht. Das sind zwei Proben. Die Trinkfläschchen enthalten wichtige Nährstoffe wie Kollagen und Hyaluronsäure für die Haut, Haare und Nägel und unterstützen die Schönheit der Haut von innen, sodass sie nach außen strahlen kann. Ganz genau, das ist Otto-Mol. Im Original würde das kosten 84 Euro, aber ich gehe mal davon aus, dass da mindestens eine Monatsration dann drin ist und das wären in dem Fall wahrscheinlich so 30 Flaschen oder so. Ne? Sind ja oft bei diesen Kollagen-Hydrolysat-Trinkampullen ja auch drin, ne? Und das ist so der Preis und hier ist es ja nicht nur ein Wirkstoff, hier geht es um andere Wirkstoffe noch dazu und deswegen, ich finde es sehr, sehr gut. Also Otto-Mol, ich bin ein Fan davon, ich kann es euch nur empfehlen. So, das nächste Produkt, was ich hier habe, da kenne ich die Marke nicht. Und zwar nennt sich diese Marke Avital oder Avitale. Avitale, Avital, keine Ahnung. Hier sind auf alle Fälle 20 Portionen Sticks drin und zwar von Magnesium 400 Milligramm. Auch da bin ich eigentlich ein Freund von, weil ich, wie gesagt, mit Tabletten stehe ich immer ein bisschen auf Kriegsfuß. Vorher hatte ich mal auch aus so einer Box, bei der Apothekenbox war es glaube ich, zum Beispiel mein Magnesium immer entdeckt gehabt. Das war damals das Magnesium mit Kalium oder Magnesium Sport von Werla. Magnesium Werla Sport hießen die glaube ich. Hatte ich hier mal eine Probe drin und habe dann hinterher auch mir die immer wieder nachgekauft. Das finde ich immer das Gute an den Boxen. Man lernt mal Produkte kennen, die man noch nicht kennt. Und wenn man sie dann eingenommen hat, dann merkt man auf einmal, Mensch, es tut mir gut, das gefällt mir, die Einnahme gefällt mir. Und deswegen mag ich diese Boxen eigentlich immer, weil man immer mal was Neues ausprobieren kann. Gut, hier haben wir Avitel Magnesium 400 direkt, 400 Milligramm Magnesium einmal täglich. Also auch wieder nur einnehmen, den Stick aufreißen, ein bisschen Wasser hinterher. Ich sage immer, trinkt auch bei diesen Granulatsticks immer Wasser hinterher, weil die Aufnahme dann einfach besser ist. Also ich finde es besser, als die so trocken runterzuschlucken. Zum Erhalt von Muskelfunktionen, normalen Knochen, zur Unterstützung des Energiestoffwechsels und des Nervensystems. Vergesst also bitte nicht, es ist nicht nur eben bei Wadenkrämpfen, wie man immer so schön sagt, sondern es ist zur Erhalt der Muskelfunktion und der Knochen und zur Unterstützung des Energiestoffwechsels und Stoffwechsels und des Nervensystems. Auch dafür ist Magnesium sehr, sehr wichtig. Wenn man also manchmal das Gefühl hat, dass es da irgendwo so ein bisschen hapert, dass man gereizter Stimmung ist und dass man überhaupt nicht mehr weiß, wo es herkommt und Energiestoffwechsel, das ist ja auch so, dass man sich müde und schlapp fühlt. Denkt auch immer an Magnesium, nicht nur an Vitamin B12 und andere Dinge. Magnesium ist auch immer wichtig, deswegen, ich habe es immer da. Ne? Und das ist bei mir im Schrank und ich nehme das auch immer ein. Also von daher, das ist eine Originalgröße, die kostet 5,90 Euro. Und nur ein Stick versorgt täglich den Körper mit 107% der Referenzmenge an Magnesium. Okay, das steht hier. Ich finde es gut, ich werde es wieder schön aufbrauchen und freue mich über das Produkt. Ernsthaft. So, das nächste Produkt ist auch von Avitail oder Avitail. Das ist der Manos Plus und zwar mit Vitamin C, Zink. Moment, Vitamin C, Zink, Selen für ein normales Immunsystem. Das finde ich auch ein ganz spannendes Produkt. Da müsst ihr euch mal ein bisschen mit beschäftigen. Lest einfach immer mal, sage ich euch immer wieder, googelt mal, lest mal, informiert euch mal ein bisschen zum Erhalt der Basenschleimhaut. Und zwar Nahrungsergänzung mit rein pflanzlicher D-Manose, Vitamin C, Zink und Selen, Biotin und Niacin. Hier sind es auch 15 Portionssticks, also auch wieder nur aufreißen und annehmen. Also die Box ist perfekt für mich. Keine Tabletten, weil Tabletten, damit stehe ich echt auf Kriegsfuß. Ja, und unterstützt die Blase. Ne? Das soll also die Blase unterstützen. Ich finde dieses Thema eigentlich auch sehr interessant. Wir hatten uns ja letztens, wir haben ja auf Instagram folgt, schon mitbekommen, da haben wir über andere Dinge im Intimbereich mal gesprochen. Aber auch die Blase wird ab einem gewissen Alter
irgendwie zu einem Thema. Eine Freundin von mir hatte auch letztens gesagt, du, die ist auch so alt wie ich jetzt, so 54, ne? Ich bin 54. Und dann fängt das irgendwie an, dass man das Gefühl hat, manchmal nicht mehr schnell genug die Toilette zu erreichen. Und so ein Tröpfchen geht in den Schlüppi, ne? Sage ich immer. Und dann trägt man Einlagen und diese Sachen und die Blase, das wird halt so, ja, ab einem gewissen Alter, gerade bei Frauen, da ist der Weg kurz, bei Männern ist er ein bisschen länger, dann ist schnell mal so ein Tropfen in der Hose und man merkt irgendwie, man kann das nicht mehr so gut halten. Und ich finde solche Sachen eigentlich immer gut. Wenn ihr aber sowas mal ausprobiert, dann nehmt es auch bitte wirklich mal eine längere Zeit, nicht nur wie hier 15 Tage. Ich sage immer ein Vierteljahr, probiert sowas mal aus. Wie bekommt es euch? Stellt ihr eine Veränderung statt? Sprecht auch gerne mit eurem Arzt über diese Sachen, das könnt ihr auch machen. Und auf alle Fälle sind die Inhaltsstoffe, die hier drin sind, super, super gut. Ich gucke gerade mal, das ist die Manos Plus. Und zwar rein pflanzlich, Vitamin C, Zink, Selen, Biotin, Niacin zur Förderung der Blasenschleimhaut. Die Sticks sind mit Himbeergeschmack und können ohne Flüssigkeit sofort eingenommen werden und kosten 9,95 Euro und anscheinend auch ein Originalprodukt. Ja, es ist vegan, glutenfrei, laktosefrei, ohne Gentechnik. Super, es sind 15 Portionsstick drin und wie gesagt, man sollte da mal lesen, es hat was mit Unterstützung der Blase, Energiehaushalt, Immunsystem und Immunabwehr. Ne? Ich finde es gut, also solche Produkte liebe ich hier in der Box. Ich bin ja eh ein Fan von Supplements, von generell Nahrungsergänzung und weil ich ja Nährstoffmangel habe, bei mir ist der nachgewiesen durch meinen Hausarzt schon über Jahre. Es hat was damit zu tun, oftmals, wenn man eine gestörte Darmflora hat, weil die Darmflora, wenn die nicht mehr in Ordnung ist, dann gibt es da oftmals Mangelerscheinungen, Störungen und klärt das mal mit eurem Arzt ab und dann kann man wirklich mal auf solche Dinge zurückgreifen. Über das nächste Produkt habe ich mich auch mega gefreut. Es ist ein Sonnenschutz und zwar von Ladival. Und ihr wisst, Ladival ist wirklich nicht das günstigste Produkt, aber ich finde, es ist wirklich ein sehr gutes Produkt. Ich habe das schon verwendet für meine Kinder, als sie klein waren. Wer kennt das nicht, wenn die Kinder klein sind, Ladival aus der Apotheke. Also ich habe es immer gemacht, weil es eigentlich immer gut hautverträglich war. Gerade wenn man so ein bisschen Probleme hat, dass man nicht alles verträgt oder ihr kennt auch dieses Problem Mallorca-Akne und so, dann schaut einfach mal nach Ladival. Hier haben wir einen Lichtschutzfaktor 30, also hoch, für empfindliche Haut. Ausgewogene, pflegende Formulierung, einfache Anwendung. Es ist nämlich ein Spray. Das heißt, ihr könnt euch das auch gut aufsprühen. Ich finde die Technik eigentlich immer ganz gut. Man kann auch den Partner mal rucki-zucki damit einsprühen und mit der anderen Hand einreiben. Wenn ihr es für das Gesicht verwenden wollt, würde ich immer sagen, sprüht es euch in die Hände, reibt es ineinander und gebt es euch dann aufs Gesicht. Also das ist so meine Empfehlung. Und ja, ich finde das einfach besser, als wenn man sich das direkt ins Gesicht sprüht. Ne? Es ist übrigens wasserfest, ohne Parfüm und Farbstoffe, ohne Konservierungsstoffe. Und ja, es ist ein Dreifach-Zellschutz, UVA, UVB und Infrarot-A steht hinten drauf. Wie gesagt, es kostet in der Apotheke 18,95 Euro. Und ja, ich finde es praktisch. Im Übrigen, man merkt schon, das ist wirklich die Sommerbox. Ne? Es gibt die Box ja viermal im Jahr, immer saisonal. Das heißt im Frühling, im Sommer, im Herbst und im Winter. Und die Produkte, die in der Box sind, sind eigentlich immer darauf abgestimmt. Und das merkt man hier bei der Sommerbox schon ganz deutlich. Ne? Also Sonnenschutz ist mit drin aus der Apotheke Ladival. Und ich sage euch, mit dem Produkt mit 18,95 habt ihr eh schon die Box bezahlt. Alles andere, was dann schon kam oder was jetzt noch kommt, ist eigentlich geschenkt. So sehe ich das. Und deswegen, ich finde es gut und auch, dass es ein Spray ist, finde ich gut. Und ja, es könnte nun mal der Sommer kommen. Ne? Der soll ja dieses Jahr nicht so, naja, wollen wir mal gucken. Ne? Bei uns hat es bisher jetzt nur geregnet die letzten Wochen. Ich hatte es auf Instagram schon erzählt, ich habe gejammert, es regnet und regnet und regnet. Heute haben wir aber einen schönen Tag und heute drehe ich ein Video. Okay, also kommen wir mal zum nächsten Produkt. Das nächste Produkt ist von der Spitzner und wer mich kennt, weiß, dass das hier eigentlich ein Favoritenprodukt von mir ist, denn es ist ein Duschschaum. Ich habe das normalerweise nur hier in grün, weil ich liebe einfach die grüne Variante, die ist frisch und mit grün, also typisch wie die Farbe sagt es ja schon aus, so frische, zitrische Düfte, vielleicht auch ein bisschen orangig mit dabei und ein bisschen limettig, also so wirklich sehr, sehr frisch.
von Spitzner. Die sind sehr, sehr hautfreundlich, super zum Auftragen. Ihr habt hier einen Sprühkopf, denn wie es hier rauskommt, das ist wirklich ein ganz, ganz feiner Sprühnebel und lässt sich so aufbauen zu so einem kleinen Türmchen. Also man kann das gut dosieren. Da kommt nicht gleich so eine dicke Wurst raus oder so ein dicker Schaum, sondern ganz fein, und ich mache das dann immer so, wie viel ich brauche, und dann verwende ich das. Dieses hier wird aber nicht von mir verwendet werden, weil ich diesen Duft und die Inhaltsstoffe nicht mag, weil, also nicht Inhaltsstoffe, sondern die Duftstoffe, Jasmin, Rose und Sandelholz. Jasmin und Rose ist überhaupt nicht mein Ding. Dann weiß ich nicht, ob das eventuell so natürliche Inhaltsstoffe sind, dann könnte ich auf die Rose allergisch reagieren, und deswegen, ich nehme gerne das Grüne, aber das macht nichts, ich kann es euch wärmstens empfehlen. Ich liebe diese Produkte, manchmal gibt es die bei uns in der Apotheke auch in klein, das sind dann glaube ich so 10, 20 Milliliter, hier sind drin 150. Ich habe die auch schon mal als Goodie zu einem Produkt dazu bekommen in der Apotheke, guckt da mal, das ist zum Austesten eigentlich immer ganz gut, und wie gesagt, aber die sind mega gut, die sind wirklich super gut. Die kosten im Übrigen 8,13 Euro, genau. Und es ist ein exotisch sinnliches Blütenbouquet aus Jasmin, Rose und Sandelholz und Orchidee. Das ist jetzt überhaupt nicht mein Ding. Ich hätte mich über Grün echt gefreut. Und ich glaube, ich habe die auch mal kennengelernt in der Europron-Box vor 3, 4 Jahren. Da war die, glaube ich, in Grün mit dabei. Und da bin ich dann mal dran hängen geblieben. Super schön und pflegend. Also ich mag das. So, jetzt kommen wir noch zu einem Favoritenprodukt von mir, und das wisst ihr, oder wer mich kennt, weiß das. Ich habe hier ein Produkt von Aveen, und zwar ist das ein Reinigungswasser oder ein Micellenwasser. Ich schaue gleich mal, was hier steht. Hier steht Aveen mildes Gesichtswasser. Ne? Das Gesichtswasser erfrischt und belebt das Gesicht nach der Reinigung. Es ist alkoholfrei, es ist ein 2-Phasen-Schüttelmixtur, pflegt die Haut und hinterlässt einen zarten Schutzfilm, kostet 8,50 Euro. Also ich bin eigentlich immer ein Riesenfan von Aveen. Ich mag die Produkte von denen. Ich habe nicht jedes, das habt ihr schon ganz oft gesehen. Ich habe einige Produkte von Eucerin, ich habe was von La Roche-Posay, ich habe was von Aveen. Ich suche mir da immer das raus, was ich gerne mag. Da sind viele Produkte, das auch von Aveen habe ich ja meine Favoriten-Augencreme, die für mein Augenlid. Ich sage es nochmal dazu, ich werde ganz oft gefragt, Astrid, wo wendest du die an? Das ist nur meine Augenlidcreme, also nur auf dem oberen Lid. Wer meine anderen Videos geschaut hat, der weiß, dass da ist eine Augencreme von Aveen dabei mit rote Früchte-Extrakt und so. Und auf Instagram habe ich letztens dazu einen Highlight-Button angelegt. Das heißt, ihr könnt euch auch nochmal die Schritte zu meiner Pflegeroutine anschauen. Da kommt die Creme nochmal drin vor, dann wisst ihr, wie sie aussieht. Weil viele sagen immer, kannst du mir nochmal ein Bild schicken und so. Schaut einfach auf Instagram vorbei, da habe ich einen Highlight-Button abgedreht, jetzt gerade vor 2 Tagen. Mit allen Schritten, mit den Produkten, die ich anwende. Und da ist La Roche-Posay dabei, da ist Eucerin dabei, Dr. O, da ist Aveen mit dabei. Also super, ich liebe die Marken. Und deswegen, ich liebe auch die Apothekenprodukte, und da freue ich mich ganz besonders drüber, dass ich ein neues Produkt kennenlernen darf, denn das von Aveen kenne ich noch nicht und freue mich darauf. Auf alle Fälle sind hier 100 Milliliter drin enthalten, und wie gesagt, es kostet 8,50 Euro. Also ich freue mich darüber, gerade über sowas kann man immer die Produkte kennenlernen. Ne? Aveen, genau, ein Produkt, das ich liebe. So, und jetzt kommen wir nämlich nochmal zu einem Produkt, was ich auch total gerne mag. Also nicht dies hier, aber jedes andere. Hier haben wir von La Roche-Posay eine Probiergröße. Das seht ihr auch schon anhand der Größe. Ich gucke gerade mal, wie das heißt. La Roche-Posay Posthelios Hydragel, genau so heißt das. Die mit Antioxidantien angereicherte After-Sun-Pflege. Das ist nämlich eine Probiergröße einer After-Sun-Pflege von La Roche-Posay. Bekämpft freie Radikale, die während des Sonnenbadens entstehen. Die ultraleichte, frische Geltextur mit 76% der Mahlwasser kühlt und spendet Feuchtigkeit über 48 Stunden. Im Original würde sie 17,90 Euro kosten. Hier haben wir 40 Milliliter. Ich habe mir schon überlegt, ich würde es gerne austesten. Ich hoffe, der Sommer kommt jetzt, damit ich die Sonnenmilch und Aveen und schade, dass ich von Spitzner den Duschschaum nicht testen kann. Was heißt testen? Also benutzen kann. Ich hätte mich so darüber gefreut. Aber ihr merkt schon, wirklich sommerlastig, alles hier für den Sommer abgestimmt. Feuchtigkeit, Duschen, alles was dazugehört.
Und deswegen, die Box ist der Hammer. Die Box ist der Hammer. Alle Produkte, rechnet euch das hinterher mal aus. Ihr seid hier bei über 100 Euro oder 120 Euro sogar mit dabei und habt nur 14,95 Euro bezahlt. Deswegen denkt an übermorgen, Mittwoch, den 15. 16 Uhr nachmittags, zweite Verkaufsrunde. Begebt euch schon auf die Startblöcke. Leute, da ist immer ein Ran, sage ich euch. Wie viele schreiben mir und Tränen, unter Tränen wirklich und sagen, ich habe wieder keine bekommen oder diesmal keine. Es ist eine Hammer. Box ist für mich die beste Apothekenbox, also unter den ganzen Apothekenboxen. La Roche-Posay finde ich sehr gut, werde ich austesten und ja, gucken wir mal. So, das nächste Produkt nennt sich Doctan Active, das ist dieses hier. Und passend natürlich zum Sommer für den sportlichen aktiven Schutz, und zwar Schutz vor Insekten, Mücken, Zecken und Stechfliegen. Es ist eine Sprühlösung, das heißt, ihr habt hier also einen Sprühkopf drauf, es ist nicht zum Cremen. Exklusiv in ihrer Apotheke. Doctan hört sich fast so an wie das eigentlich Bekanntere, was man immer so kennt, aber das muss nicht immer alles besser sein. Ich habe hier mal geguckt nach Doctan. Und zwar Doctan Active. Das Spray bietet sofortigen und zuverlässigen Schutz gegen Mücken, Zecken und Stechfliegen. Mit erfrischendem Kühleffekt für den Einsatz bei höheren Temperaturen, auch für die Tropen und Subtropen geeignet. 9,95 Euro ein Originalprodukt. Ja, auch das ist super, denn wann war das? Vorletztes Wochenende kam mein Sohn nach Hause, die waren am See. Und ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig. Er hat hinterher, glaube ich, 16 Mückenstiche und die hatten sich so gequaddelt und entzündet. Also es war wirklich ein Drama, da kamen wir nur mit einer Spezialsalbe hinterher gegen an. Ich habe ihm schon gesagt, dass ich hole ihm was, das brauche ich nichts kaufen. Ich habe es jetzt hier, das nächste Mal nimmt er das mit, denn wir haben durch diesen relativ feuchten Sommer hier bei uns im Norden, im Raum Hannover, Niedersachsen, echt viel Mücken, sage ich euch. Und ich werde ihm das demnächst in die Tasche packen, wenn die nochmal an den See gehen, also nicht mehr ohne Doctan. Ja, also da habe ich mich auch drüber gefreut, denn das kommt gleich in den Einsatz. Und das nächste ist Tyrosur Care Expert Wundgel. Das kann man im Übrigen, das ist mit Dexpanthenol, das zeige ich euch mal, das ist diese Tube, könnt ihr vorher in den Kühlschrank packen. Und zwar Tyrosur ist ein Wundgel. Das Hydrogel entspricht im Prinzip der idealen feuchten Wundbehandlung und hilft bei der natürlichen natürlichen Wundheilungsprozess. Kann man aber auch nach leichten Verbrennungen wie zum Beispiel Sonnenbrand auftragen. Ja, Tyrosur. Das kostet im Übrigen 5,45 Euro und ist auch ein Originalprodukt. So, dann haben wir eine Creme und zwar von der Marke Physio Top heißt die. Das ist diese hier. Und hier steht drauf, es ist eine Basiscreme zur Stärkung der Haut-Lipid-Barriere. Entspannende Pflege für empfindliche, beanspruchte und zur Neurodermitis neigende Haut. Es werden viele von euch wissen, wohin diese Creme bei mir wandert, nämlich zu meinem ältesten Sohn. Der ist Neurodermitis geplagt. Hier steht bei trockener und empfindlicher Haut. Ich finde das sehr, sehr schön. Wir haben hier eine Größe von 30 Millilitern. Ich weiß jetzt nicht, hier steht Probe. Das Original kostet wohl 11,95 Euro. Zur täglichen Pflege empfindlicher, trockener und beanspruchter Haut. Also das könnt ihr wirklich jeden Tag anwenden. Zwischen den Schüben bei Neurodermitis und es soll die natürliche Hautbarriere stärken und zusätzlich mit feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen versorgen. Ja, da bin ich auch mal auf eine Creme gestoßen, wissen wahrscheinlich einige und deswegen, ich werde auch diese hier wieder ausprobieren. Ich finde das immer sehr gut und bei 30 Millilitern kann man es auch schon mal ein paar Mal ausprobieren, ne? Also darüber freue ich mich auch und die gebe ich weiter und mal gucken, wie ihr die findet. Jo, kommen wir mal zum nächsten Produkt. So, hier haben wir die CB12 Mundspülung, die hatten wir schon öfter in der Box. Die finde ich eigentlich auch immer gut und ich mag es auch immer, dass man sowas in so einem kleinen Format hat, 50 Milliliter. Ich hätte jetzt fast gesagt, wenn man in den Urlaub fährt, also wir fahren dieses Jahr nicht, wir bleiben zu Hause. Aber für alle, die noch sagen, wir möchten noch gerne fahren oder, ich finde diese Größe mit 50 Millilitern super. Das heißt, wenn man so eine Box also hat, dann kann man sagen, oh Mensch, prima, das packe ich mir in meine Kulturtasche rein und das nimmt nicht so viel Platz weg. Es ist ein Kunststoffbehälter, es ist kein Glas. Und ich finde es auch immer gut, das Produkt, also ich kann mich da nicht beschweren. Ich weiß gar nicht, das müsste eine Originalgröße sein, kostet 3,45 Euro. Und von daher, mich hat es gefreut, dass es wieder drin ist und ich werde es auch wieder aufbrauchen. Und passend dazu gibt es nämlich auch wieder die Reisegrößen von GUM.
Gumm habe ich euch schon ganz oft vorgestellt, eigentlich immer mal in dieser Box mit drin. Hier habt ihr eine Zahnpasta und auch eine kleine Mundspüllösung ist hier mit dabei. Typische Reisegrößen, hier haben wir auch nochmal die Soft Picks, also Zahnsticks, das sind so diese kleinen, wie so kleine Sägen, ne? Also nicht irgendwie ummantelt mit diesem Flausch oder so, sondern wirklich so kleine Sägen. Aber diese drei Produkte waren so als Probiergrößen mit dabei. Und das finde ich auch ganz gut, die hatte ich nämlich schon öfter und habe sie immer aufgebraucht. Ich habe sie auch schon mal meinen Sohn gegeben, der hat die für irgendwie, weiß ich gar nicht, der ist mal weggefahren und hat das mitgenommen, weil das sind immer so kleine Sachen. Also wenn sowas in der Box ist, bin ich immer nicht traurig, weil ich immer sage, für unterwegs mal oder einen Wochenendtrip, ne, denkt mal daran, vielleicht wenn man übers Wochenende irgendwo hin, sind diese Größen immer super. Und deswegen, ich freue mich immer, wenn davon was drin ist und ich finde es auch gut. Ich mag es von Gumm und das habe ich schon öfter festgestellt, die habe ich schon öfter aufgebraucht. So, und jetzt kommen wir zu einem ganz spannenden Produkt von der Marke Panaceo, kenne ich überhaupt nicht. Basic Detox Pure, 100% reine Natur, Ihre persönliche Gratisprobe. Und zwar ist das dieses Döschen. Im Übrigen sind hier drin enthalten, ich glaube 50 Milliliter von Dr. Kade, ja, nee, 50 Gramm Pulver von Dr. Kade. Dr. Kade hatten wir letztens gerade auf Instagram im Bereich Intimpflege, da hatten wir ja so einen Livestream, ne, wer sich erinnern kann. Und hier haben wir Panaceo Basic Detox Pure. Und zwar, das reine Naturprodukt bindet umweltbedingte Schadstoffe im Magen- und Darmtrakt. Finde ich echt spannend und befreit und schützt so den Darm. Es unterstützt das körpereigene Immunsystem, entlastet Organe und verleiht neue Energie. Weil wo liegt das größte Immunsystem? Im Darm, meine Lieben. Genau, im Darm ist das größte oder liegt das größte Immunsystem. Von daher so eine Detox-Kur möchte ich wirklich gerne machen. Nehmen Sie 2 bis 3 Mal täglich einen gestrichenen Portionslöffel zu den Mahlzeiten, ich denke mal, da wird ein Löffel drin sein, in einem Glas mindestens 100 Milliliter Wasser einrühren. Also, ich muss mich da auch noch erstmal mit beschäftigen, auf alle Fälle so eine Magen- und Darmkur, so eine Detoxkur, das ist echt spannend, also ich finde es gut. Die Originalgröße kostet im Übrigen 19,90 Euro, wie viel da drin sind, weiß ich nicht, vielleicht so 200 Gramm. Hier sind es 50 Gramm, aber zum Probieren 50 Gramm sind echt schon viel. Finde ich es echt gut und ich freue mich darauf. Zur Behandlung einer eingeschränkten Barrierefunktion der Darmwand, und zwar dem bekannten oder vielleicht euch nicht bekannten Leaky Gut-Syndrom, bindet Schwermetalle und Ammonium im Magen- und Darmtrakt. Leaky Gut, wer darunter leidet oder das kennt, das Problem, wird wissen, was ich meine. Ansonsten lest mal, was Leaky Gut-Syndrom ist und auf alle Fälle... Ich finde es spannend. Also auf mich könnte es zutreffen. Mein Darm ist nicht in Ordnung und das schon seit Jahren, ist bekannt. Und deswegen werde ich das austesten. Super Produkt. Vielen Dank, dass ich das mal austesten kann. So, kommen wir mal zum nächsten. So, und jetzt haben wir ein Produkt, da habe ich vorhin auch schon gedacht, irgendwie glaube ich das nicht ganz mit dem Preis hier. Und zwar heißt das Probiokult. Probiokult, da ist das Wort Probiotik drin, also habe ich mir schon gedacht, okay, was könnte das sein? Probiokult Immun heißt das, ganz genau. Darmflora Balance, eine Tagesportion. Da ist drin so ein Shot, wie man es auch von Vitamin B12 kennt, bei Vitasprint zum Beispiel. Das heißt, ihr habt hier so eine kleine Flasche und das wird so eine Tagesdosierung sein. 10 Milliliter eine Portion steht nämlich hinten drauf. Und jetzt gucke ich mal, das Trinkfläschchen als Schluck, Abwehrkraft für unterwegs, enthält eine sinnvolle Kombination aus gut resorbierbarem Selenat, Vitamin A, Inulin, Acerola und Milchsäurebakterien. Viele haben mich ja schon auf Instagram gefragt, immer ich mache meinen Actimel selber. Da habe ich einen Highlight-Button für angelegt. Wenn das interessiert, da ist das Rezept drin, wie ich das jeden zweiten Tag selber herstelle. Hier ist es aber was für unterwegs. Und ich habe irgendwie mit dem Preis hier ein Problem, weil hier steht 15,90 Euro.
Es steht nicht Probe dabei, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Tagesdosierung hier 15,90 Euro kostet. Ich gehe mal davon aus, dass es da irgendwie eine Packung gibt mit mehreren Shots drin, dass man die jeden Tag zu sich nimmt und vielleicht so eine Monatsration von 15 oder 30 Fläschchen, ich weiß es nicht. 15,90 Euro mit Milchsäurebakterien, ich finde die Idee gut. So rum war das. Auf alle Fälle, da freue ich mich auch extrem drauf und habe mir schon gedacht, oh, damit werde ich mich nochmal beschäftigen. Das könnte man ja noch zusätzlich nehmen, ne? Weil das Immunsystem im Darm muss irgendwie gestärkt werden. Und es geht ja im Moment auch gerade darum, sein Immunsystem gegenüber Viren und Bakterien zu stärken. Das ist die einzige Möglichkeit und deswegen bin ich immer dafür, sein Immunsystem zu stärken. Und ja, nicht erst, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, Prävention, ne? Vorher was tun und nicht hinterher. Hinterher ist es zu spät. Genau, also ich guck mal, wie das ist und mal sehen. Vielleicht kaufe ich es mir auch nach. So, dann haben wir hier ein Produkt von Suskin drin, nur in der Apotheke. Kommt wohl aus Australien und ist eine natürliche Pflegelinie. Hier steht nämlich drauf, das hier ist zum Beispiel ein Detoxifying Facial Scrub, also das ist ein Gesichtspeeling und Supper Greens steht auch nochmal drauf. Also ich lese mal, was hier steht. Das Gesichtspeeling für normale bis trockene Haut peelt und glättet mit ausgewählten Inhaltsstoffen sanft die Haut, verfeinert das Hautbild und hinterlässt ein geschmeidiges, reines Hautgefühl. 12,90 Euro wird die Originaltube kosten. Hier haben wir 20 Milliliter. Ich finde aber 20 Milliliter ist echt eine Größe. Damit kann ich also bestimmt zweimal mein Gesicht peelen oder dreimal. Bin mal gespannt. Die haben auch eine Instagram- und Facebook-Seite. Ich kenne Suskin überhaupt noch nicht, ist aber natürlich hergestellt und ohne synthetische Duftstoffe, künstliche Farbstoffe, tierische Bestandteile, also vegan, scharfe Reinigungsmittel sind nicht drin, bla bla bla, alles mögliche ohne. Und ja, aus dem Grund interessiert mich das natürlich und werde das gerne ausprobieren. Das mache ich dann mal, wer mir noch nicht auf Instagram folgt. Folgt mir da gerne. Ich war heute Morgen auch erst wieder da und habe mich geschminkt, dieses Make-up, was ich hier drauf habe. Und ich werde auch gucken, dass ich das hier auf Instagram gleich mal morgens ausprobiere und euch ein Feedback da lasse, wie das Produkt ist. Mal gucken. So, und dann haben wir hier ein Augenspray mit drin für trockene und müde Augen. Finde ich nicht uninteressant. Ich habe das Problem meistens im Winter bei der Heizungsluft. Oder ich hatte es jetzt auch im Frühjahr. Es war sehr trocken, unser Frühjahr. Jetzt haben wir eine Regenperiode hinter uns und eine Kälteperiode. Und ich freue mich auf Sonne. Aber wir hatten ein extrem trockenes und staubiges Frühjahr. Und da war ich immer so, dass ich Augentropfen brauchte. Ich war dann auch in der Apotheke, habe mir wieder was geholt zum Befeuchten des Auges. Aber ein Augenspray von iMedica kannte ich überhaupt nicht. Stabilisiert den natürlichen Feuchtigkeitsfilm des Auges, sofortige Linderung ohne Konservierungsstoffe, ist auch eine Originalgröße. Kostet im Übrigen 10,99 Euro. Und ich gucke mal, wie das funktioniert, weil, na mal gut, dass wir es mal gelesen haben. Für alle, die auf Soja allergisch reagieren, Soja-Lecithin ist mit drin, dann wird es leider nicht mein Produkt. Soja, darauf reagiere ich allergisch, also werde ich das mal weiter verschenken mit dem Vermerk, es ist Soja drin. Schade, auf alle Fälle hätte ich das gern ausprobiert, aber Soja geht leider bei mir nicht, Soja-Lecithin. Aber ich wollte es euch nur sagen, sowas gibt es zum Sprühen. Und aber lest euch genau durch, was da drin ist. Also ich weiß jetzt gar nicht, was Soja hier drin macht. Bin immer überrascht, wo man überall drauf achten muss, was drin ist. Ne? Egal, der Preis 10,99 Euro, also die Box, Leute, hat sich mehrfach bezahlt gemacht. So, und dann haben wir noch ein paar Pröbchen hier drin von Weleda. Eine feuchtigkeitsspendende Creme mit Weidenrindenextrakt. Das ist diese hier, ist eine Probiergröße von Weleda. Aber Eucerin haben wir hier Anti-Redness. Und eine Tagescreme ist das mit Lichtschutzfaktor 25. Die hat einen leichten Grünstich. Das heißt, wenn man also so ein bisschen, denkt mal an Rosacea oder Couperose, und dann nimmt man ja oft so Primer, die so ein bisschen Grünstich haben, um das Grün mit dem Rot so ein bisschen neutralisieren vorm Schminken. Und deswegen gibt es jetzt auch eine Creme, die ist gleich Anti-Redness. Die hat einen grünen Touch.
Und dann kann man die drunter anwenden und sich dann schminken und bräuchte vielleicht dann nicht nochmal irgendwie so einen grünstichigen Primer. Ja, auf alle Fälle mit Lichtschutzfaktor finde ich gut. Eucerin ist eh eine Marke, die ich gerne mag. So, und dann haben wir hier noch drin einmal von For You einen Eiweiß Power Drink zum Anrühren. Das ist so ein Eiweißshake auf Basis von Aminosäuren. Finde ich immer sehr gut im Sommer. Ich bin im Sommer ein bisschen der, sehe ich zwar nicht nach aus, ne? Aber ich bin nicht der gute Esser. Ich verfalle auch oft in fast so einem vegetarischen Ding. Ich esse wenig Fleisch, ich esse viel Melone und Eier mal nur so und ich weiß auch nicht, bin nicht so der Fleischesser. Und wenn ich mal wenig gegessen habe, nur Melone, dann habe ich mir auch schon mal so ein Eiweißshake gemacht abends. Achtet aber darauf, da gibt es welche, die sind sojafrei und es gibt welche auch, die sind sojahaltig. Da müsst ihr auch immer drauf achten. Hier weiß ich ja, hier ist auch Sojalecithin drin. Ich habe einen, der ist mit Sonnenblumenlecithin von Rewe und deswegen kaufe ich den da immer. Aber das gibt es hier auch bei Europon exklusiv, das ist den ihrer Eigenmarke. Und dann könnt ihr mal an Tagen, wo ihr vielleicht nicht so gut esst, ist im Übrigen auch immer etwas für Senioren. Senioren essen nicht mehr gerne Fleisch und benötigen trotzdem was in dem Fleisch drin steckt, ja. Und dann ist es nicht nur das Vitamin B12, es sind auch die vielen Aminosäuren. Und hier ist das alles drin, ja. Lest euch das mal durch, ist ein super Produkt auch für die Rentner und Senioren. Vergesst die nicht und die essen auch immer schlecht, ne. Ja, dann haben wir hier ein Anti-Stress-Tuch. Das duftet, kann man einfach mal unterwegs auspacken und sich damit auf die Stirn oder sonst irgendwie in den Nacken legen. Und finde ich sehr gut. Das ist auch noch mit dabei gewesen. Und noch ein kleines Büchlein. Und zwar nennt sich das Happy Healthy Soul Food. Und zwar mit Formuline, also Formuline L102. Da seht ihr es schon, ne? Formuline. Das kennen viele aus der Werbung. Und damit ist dieses Heftchen hier wahrscheinlich irgendwie eine Zusammenarbeit und hilft beim Abnehmen. Und hier sind Rezepte drin, was man so kochen kann oder was haben wir denn hier noch? Hauptgerichte auch, Spaghetti-Tomaten mit Riesengarnelen und mal so kleine Inspirationen, was man halt mittags kochen kann. Also Wirkung, Tipps und leckere Rezepte. Genau, das war hier auch noch mit drin. So, die Box ist leer. Ich bin mehr als begeistert. Ich muss es euch wirklich sagen. Also ich finde diese Box wirklich, es ist der Hammer. Leute, guckt euch mal diese prall gefüllte Box an, ja. Und die Preise, da waren also Originalprodukte. Alleine mit dem Ladival ist die Box mehr als bezahlt. Und der Rest ist geschenkt, ja. Alles Produkte auf den Sommer abgestimmt und Pflegelinien und auch der Kalender finde ich super. Saisonale Früchte, Obst und Gemüse, da kann man immer gucken, was gerade so gegessen werden sollte. Anhand des Biorhythmus sollte man das immer ein bisschen mit einbauen. Und von daher, ja, die Box ist echt mega. Ich finde sie der Hammer. Stellt euch am Mittwoch, den 15. um 16 Uhr in die Startlöcher, Leute. 14,95 und dafür diese Riesenbox hier mit den Produkten. Ich finde es klasse. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich im Übrigen darüber freuen, über einen Daumen hoch oder wenn ihr auch meinen Kanal abonnieren würdet. Das Thema hatten wir letztens auch auf Instagram. Ich habe jetzt erstmal verstanden, worum es geht. Also über ein Abo würde ich mich freuen und über einen Daumen hoch auch. Und ja, und vielen Dank für die Box und ja, macht euch auf die Socken. Mittwoch am 15. geht's los. Ciao.